Mein Name ist Ariane Preis. Ich lerne den Masseur und medizinischen Bademeister am Ulm-Kolleg. Durch das, was ich mache, jemand helfen zu können, das war eben so ein bisschen der Anreiz. Die Ausbildung, die geht 2 Jahre. Im ersten Jahr hat man eigentlich Theorie, wo man halt alles über Anatomie, über innere Medizin, die ganzen Massagetechniken und das erstmal lernt. Im zweiten Jahr geht es dann ins Praktikum, wo man dort eben das, was man gelernt hat, anwenden kann. Nach den 2 Jahren hat man dann das Examen. Dann gibt es dieses Anerkennungspraktikum, das geht dann noch ein halbes Jahr. Also ein Arbeitsumfeld wären dann zum Beispiel die Klinik oder in der Praxis. Typische Patienten sind Bandscheibenvorfälle oder halt dann auch die, wo viel im Büro sitzen, viel sitzende Tätigkeiten haben. Die haben dann auch Verspannungen, Probleme im Schulter-Nackenbereich. Das ist relativ häufig. Die Menschen werden ja immer älter, wird auch immer alles hektischer, es wird mehr verlangt, immer mehr Druck, dass die Zahl derer steigt, die dann einfach totale Verspannungen haben durch den Stress. Die Ausbildung ist schon so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die Lehrer an der Schule, die haben hohes Fachwissen, man kann da richtig viel lernen und die wissen auch, von was sie sprechen. Insgesamt werden pro Jahr 32 Schüler pro Massageklasse aufgenommen. Es sind einfach nicht zu viele, dass man nichts mehr mitbekommt, aber auch gerade zu viele, dass man auch genügend Möglichkeiten hatte, aneinander zu üben. Das ist eigentlich eine gute Größe. Dadurch, dass das Ulm-Kolleg so einen guten Ruf hat, habe ich mich ja auch beworben. Zwar als Physiotherapeut, aber dann hat man mir die Möglichkeit gegeben, den Masseur zu machen. Und dann gibt es ja dazu noch die Möglichkeit, dass man dann im 18-monatigen Ausbildung das nachholt, den Physiotherapeuten. Und deswegen habe ich dann auch hier zugesagt.